So, meine Lieben, heute gibt es ein Video zu dem Thema TRT-Albtraum statt super happy. Ja, die TRT kann manchmal wirklich zur Katastrophe mutieren. Und zwar der eine oder andere hatte eigentlich von vornherein geplant gehabt, ja, ein bisschen Testosteron rein, das über den Arzt als TRT, als Testosteron Replacement. Und dann wird alles gut. Und zwar komplett alles. Also von schlechter Laune, von Fettansatz, von Wasser in den Beinen, von schlechter Wundheilung, von schlechten Gedanken, wie auch immer. Zaubern soll das Testosteron. Ja, diese Art der Denke ist in vielen Männernköpfen leider fest integriert durch die Werbung. Tja, immer mehr in der Werbung kommt, die Hormone machen es dann schon. Man wird älter, geht Richtung 50 oder man ist vielleicht schon noch ein bisschen älter oder man ist jünger, aber hat irgendwelche Probleme, körperliche Überlastung etc. Und das Testosteron macht den Mann wieder zum Mann. Tja, so oder so ähnlich kann man es im Internet lesen, so oder so ähnlich hört man es in Foren und es kommt immer und immer wieder aufs Gleiche raus. Zaubermittel, Testosteron rein und danach ist alles gut. Ja, jetzt mache ich das Ganze schon seit über 30 Jahren. 15 Jahre ungefähr so im 1 zu 1 Coaching, immer weiter weg vom Leistungssport und immer näher dann hin zu normalen Menschen, die also im normalen Alltag eigentlich nicht so den Wahnsinn treiben sollten, wie eine fremde Gabe von Hormonen und damit das eigene Hormon also komplett ab absurdum zu führen, also ist nicht mehr vorhanden im System und gibt natürlich deshalb Störungen, weil das normale Hormon nicht mehr da ist oder weil zu viel gegeben wird und zu viel fremde Hormone kursieren und auch den Regelkreis zerstören. Und jetzt sind wir schon bei dem Thema Regelkreis. Ja, der Körper wird gesteuert über nicht bloß ein Hormon beim Mann, also macht der bloß das Testosteron alles aus. Testosteron da, alles super, Testosteron weg, alles schlecht. So einfach ist es leider nicht. Sondern vielmehr haben wir das Problem, dass das Testosteron, naja, einerseits ein leistungsstimulierendes Hormon ist auf verschiedenen Ebenen, unter anderem die Schilddrüse, aber auch hier oben im Kopf spielt das Testosteron über seine biogenen Amineigenschaften eine Rolle. Tja, und so merkt man schon, wenn so manche Prozesse von einem Präkursor, also von einer Vorstufe, angeschoben werden und daraus sich andere Produkte noch entwickeln müssen, also metabolische Nebenprodukte oder andere Hormone daraus bilden oder Fragmente daraus bilden, also enzymatisch abgespalten, aufgespalten, wie auch immer, da gibt es die verschiedensten Varianten. Wir reden jetzt mal in dem Fall vom Testosteron, aber das Testosteron ist ja normalerweise in bestimmten Zeiteinheiten nur vorhanden, also